Hallo meine Damen und Herren, es gibt mal wieder gute Nachrichten. Laut Reddit und einiger anderer Quellen wurde mal wieder einer der größten Cheat-Provider überhaupt detected. Was das genau heißt, schauen wir uns jetzt an. Meine Freundin sieht so gut aus, dass sie neben mir einfach so genial aussieht, dass man sie gar nicht beachtet im Sinne von mich. Zuallererst, ich werde mir hiervon übrigens mal wieder den Videotitel holen. Einer der größten Public-Cheats wurde detected, ca. 500.000 registrierte Benutzer. Das ist schon krass. This is V-Riz. Wahrscheinlich toll, dass Valve das halt gemacht hat. Riz is short for Charisma. Ah ja. Nun kann man dann eben Premiere spielen und richtige Games spielen. Nur Pipapo, was sie hier noch schreiben. Auch die Leaderboards werden sich dann über die nächste Zeit anpassen, sagen sie. Und dazu gibt es auch direkt eine extreme Anpassung. Und zwar wurde der allererste Platz, Top One, was ja irgendwie klar war, bereits gebannt. Der ist weg. Das war übrigens gestern, also diese News sind einen Tag alt. Das war kurz vorm Stream, als das alles aufkam. Und ich habe dann keine Zeit mehr gehabt, das zu verarbeiten. Game Follower schreibt hier selbst auch nochmal über die Noticeable Banwave, also die auf jeden Fall nicht zu übersehende Banwave, die jetzt dann gerade durchgerödelt ist gestern. Ich werde euch die ganze Geschichte natürlich auch wieder verlinken, dass ihr euch ein bisschen durch die Kommentare durchlesen könnt. Die Quellen sind übrigens einmal der Tweet von Game Follower sowie ein Screenshot von einem Cheat-Developer von der Website, auf der man dann hier wohl verstörte User sieht, die halt gepimmelt wurden und sich wundern, was da abgeht. Ich denke, uns zeigt das, wie so oft, dass Valve auf jeden Fall dran ist. Sicherlich ist die Methode, wie sie es machen, irgendwie gefühlt und auch tatsächlich nicht so, wie man es gerne hätte. Also es ist schön, dass plötzlich dann halt wieder, was weiß ich, wie viele Leute gebannt werden. Hier waren jetzt ja keine Bannzahlen dabei, nur dass 500.000 User ungefähr diese Seite benutzt haben. Wie viele davon aber schlussendlich gebannt wurden, weiß man nicht. Klar, an den Leaderboards, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendeine Änderung erkenne. Gut, wir sehen jetzt 30.000 auf dem Bild von Gabe. Ging es noch bis 32.000. Das heißt, es tut sich nach wie vor immer noch etwas und die Leute werden da rausgenommen und halt sukzessive weggebannt. Was schön ist, denn sobald man weiß, dass hier eben tatsächlich Leute oben stehen, die es wirklich bis dahin geschafft haben, erst dann macht das ja auch richtig Bock, dahin zu schwitzen und zu sagen, ich will diesen Core überholen, wenn das denn ein Nicht-Cheater ist. Um aber den Gedanken von gerade eben noch weiterzuführen, es ist ganz nice, dass dann große Bannwellen kommen und die Leute halt weggefistet werden und das Ganze angepasst wird. Trotzdem hätte man natürlich lieber ein System, das den Cheater bereits während des Cheatens halt entlarvt und entfernt und nicht erst ein Tag, eine Woche, einen Monat oder Jahre später. Ich für meinen Teil freue mich trotzdem, auch wenn Leute nach Jahren gebannt werden. Gebannt ist gebannt, weg mit dem Dreck, aber natürlich wäre es für das Spielen an sich viel angenehmer, wenn du wüsstest, ah ja, okay, da läuft ein Anti-Cheat drüber, das mich schützt. Zwar jetzt auch nicht perfekt, es gibt nirgends ein perfektes Anti-Cheat, es gibt überall Cheater in jedem Spiel, aber es gibt eben natürlich verschiedene, Aufeinandertreffraten und viele sagen ja, dass die bei CS sehr, sehr hoch ist. Also als Legend, dass man da sehr oft auf Cheater trifft. Da kann man natürlich noch sehr gerne weiter an den Stellschrauben schrauben. Ich denke auch, dass Valve da auf jeden Fall auch in der Hinsicht am Start ist, dass sie das irgendwann mal fertig bringen, dass eben Leute auch mal mittendrin gebannt werden. Die machen ihren PC an, machen den Cheat an und sind gebannt. Ja, also wie gesagt, freudige Nachrichten. Da können wir später auch richtig gemütlich in den Stream starten. Ab 20 Uhr heute wieder schön reinbröseln und Elo snacken. Wir haben gestern ein bisschen was verloren, Leute. Au, au. Aber natürlich werden wir noch geschwind ein Giveaway auflösen. Beim letzten Mal gab es für euch dieses Deathtrack Desert Eagle Bronze Deko zu gewinnen. Sehr schön glänzendes Teil. Ich habe hierzu wie immer alles vorbereitet. Hier ist das Video drin. Die Rechnung habe ich auch schon ausgerechnet. Vielen Dank für 85 Kommentare, ihr alten Zerstörer. Und man sollte kommentieren, ob man eher Solo-Queue spielt oder mit Mates. So, spiele immer mit ein bis zwei Kollegen. Spaß im Solo-Queue zu haben ist für nahezu unmöglich, für mich wahrscheinlich. Das sehe ich ähnlich. Solo-Queue ist 7505. Du hast somit das Giveaway gewonnen. Schreib mir bitte unter diesem Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast und füge deiner YouTube-Kanalbeschreibung bitte deinen Trade-Link hinzu. Vielen Dank. Natürlich hauen wir noch ein neues Giveaway raus. Heute gibt es für euch diese Dual Berettas Melandrama. So ein geiler Skin. Das hätte ich gerne mal auf einer M4 oder auf einer AK. Oder auf der AK passt nicht ganz, aber M4. Um die Teile hier gewinnen zu können, schreibt dir bitte Folgendes noch in euren Kommentaren zu. Und zwar, hast du schon mal in einem Singleplayer-Game gecheatet? Also sowas wie bei Sims sich irgendwie das Geld ercheatet oder bei Age of Empires 2 damals mit den Cobras rumgegurkt. Hast du sowas schon mal gemacht oder kannst du von dir behaupten, dass du noch nie in deinem Leben in einem Singleplayer-Game und ich hoffe auch in einem Multiplayer-Game bitte nicht gecheatet hast? Haust du die Kommentare, wir lesen uns dann dort. Vielen Dank für eure Kommentare beim letzten Video. Insane, wie viel waren es? 83, 85? Holy shit. Dank YouTube kann ich auf unbeantwortete Kommentare wechseln und dann einfach alle sukzessive durchbeantworten. Die neuesten stehen immer ganz oben. Wie gesagt, vielen Dank für alles. Wir sehen uns dann im nächsten Video und im nächsten Livestream. Ich streame dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Wir können uns also später vielleicht direkt wiedersehen, falls ihr Lust und Zeit habt. In den Livestreams gibt es die deutlich größeren Giveaways und jetzt auch dann wieder ein Knife-Giveaway. Also rumkommen. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.